Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3 in der Game of the Year Edition. Ja, wir sind hier momentan, ja, bei Tulip. Wir sind ja gerade im Untergrund quasi, im Geschichtlichen Museum sind wir. Ja, hallo, überall ein Hallo. Wir schauen uns mal eben hier nochmal ganz kurz um. Schauen mal hier oben, ob es hier noch irgendwas zu entdecken gilt. Underworld. Ja, du hustest. Solche wie dich gibt's hier unten nicht. Ja, das ist klar. So, Geralt's Place. Ob wir da einfach reingehen dürfen, ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal. Können wir denn... Ja, was ist? Oh, ein Neuankömmling. Tut mir leid, das war wirklich unhöflich. Willkommen. Willkommen bei Carols. Ich bin Carol. Ist nicht groß, gehört aber mir. Sagen Sie Bescheid, falls Sie etwas brauchen. Greater besorgt Ihnen Lebensmittel und ich kümmere mich um die Zimmer. Mhm. Schön, hier mal wieder jemand Neues zu sehen, auch wenn es nur eine hässliche Glatthaut ist. War ein Scherz. Echt jetzt, Ihnen wird's hier gefallen. Ja, das hört sich ja gut an. Jemals von einem Kerl namens Gob gehört? Gob? Klar kenne ich den. Er ist mein Sohn. Nun, nicht so, wie Sie sich's vorstellen. Wir Ghule sind da anders, aber ich liebe ihn, als wäre er mein Sohn. Kennen Sie ihn? Haben Sie ihn gesehen? Geht's ihm gut? Er arbeitet in einer Kneipe in Mekaton. Was für wunderbare Nachrichten. Wenn Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, dass seine Mutter ihn vermisst und ihn lieb hat und hofft, dass er glücklich ist. Aber er sollte nicht versuchen, mich zu besuchen. Es ist zu gefährlich. Nein, er sollte bleiben, wo er ist. Okay, interessant, interessant. Ich finde es immer wieder schön, wenn man auch solche Elemente hier mit hat. Natürlich werden wir einer besorgten Quasi-Mutter, offenbar ist sie ja nicht die richtige Mama, aber wir werden einer Quasi-Mutter dann doch schon mal helfen und auch das entsprechend ausrichten, insofern wir das dann können überhaupt. So, Creator ist die Mitbesitzerin dieses Ladens? Richtig. Sie und ich sind jetzt seit ungefähr 60 Jahren zusammen. Aber mit Gobs Weggang hat sich alles verändert. Er war wie ein Sohn für mich. Ich glaube, Greater war immer etwas eifersüchtig auf ihn. Mhm. Okay, interessant. Wie sind Sie denn hierher gekommen? Oh, das ist eine lange Geschichte und die wollen Sie mit Sicherheit nicht hören. Nein, Geralt, ich würde Ihre Geschichte gerne hören. Und natürlich, ich will sie wirklich hören. Ich hoffe, ihr auch. Na, gut. Aber es ist nichts Besonderes. Ich wurde 2051 geboren. Bevor Sie also fragen, ja, ich bin ein vorkriegszeitlicher Ghul. Was war an dem Tag, als der Krieg begann? Ich und mein Vater waren in einem Bunker, als die Bomben fielen. In DC hatte man uns zum Glück gewarnt, nachdem die Westküste vernichtet worden war. Ich war damals noch ein kleines Mädchen. Einen Wortplatz konnten wir uns nicht leisten und so drängelten wir uns in den Bunker. Mein Vater hielt an, um einer Familie zu helfen, und ich sah zu ihm auf und rief seinen Namen. Dann war da nur noch dieser gleißende Lichtblitz. Ich erwachte ein paar Stunden später und suchte sofort nach meinem Vater. Er war weg. Aber das Merkwürdigste war, sein Schatten war in die Wand gebrannt. So scharf und klar, als ob er neben mir stünde. Die Hitze hatte ihn in den Beton gebrannt. Oha, Leute, ich glaube, die Hitze hat ihren Vater nicht nur in den Beton gebrannt, sondern regelrecht verbrannt auch. Aber gut, wie war das Ödland nach dem Krieg? Die Stadt stand wochenlang in Flammen, vielleicht sogar Monate. Ich versteckte mich hier unten im Museum. Es war meinem Bunker am nächsten. Aber ich konnte hören, was oben passierte. Leute, die wie Tiere heulten. Chaos, Plünderung, Mord und Totschlag. Die schlimmsten Albträume wurden wahr. Es war ein Albtraum. Ich will nicht darüber reden. Okay, irgendwo auch verständlich, ne? Leute, ich kann es zumindest mal ein bisschen nachvollziehen. Deswegen werden wir darauf nicht näher eingehen. Aber wie bist du denn zum Ghul geworden? Keine Ahnung, wie es dazu kam. Dr. Barrows sagt, es war die Strahlung.
Ich weiß nur, dass immer mehr Leute im Museum auftauchten. Nachdem sich oben alles etwas beruhigt hatte, versuchten wir hier unten zu leben, so gut es eben ging. Aber nach einer Weile geschah etwas Seltsames. Unsere Haut wurde trocken und blätterte ab. Es dauerte eine Weile, Monate, manchmal ein Jahr. Aber früher oder später ging es allen so. Einige von ihnen wurden verrückt. Andere akzeptierten es. Nach einer Weile fanden weitere Ghule hierher. Und so wurde Underworld immer größer. Niemand belästigte uns hier unten. Uns ging es gut genug und wir ließen sie in Ruhe. Als meine Greater kam, war ich glücklich. Interessant, ne? Zumindest mal können die Leutchen hier von Glück reden, dass sie überhaupt noch leben, würde ich mal sagen. Okay, na also, von wegen nicht interessant. Wenn man 200 Jahre lang dieselben Geschichten erzählt, fühlt man sich einfach langweilig. Okay, was kannst du mir über Underworld erzählen? Ich bin schon seit der Gründung dieser Stadt hier. Davor, nun, das Leben in der Wüste war nicht besonders angenehm für uns. Aber solange wir hier unten bleiben, leben wir das Leben gewöhnlicher Leute. Nicht das von Monstern. Ich denke, so ist es für alle am besten. Okay. Okay, und was kostet ein Zimmer? Ach so, ein Zimmer kostet so um die 120 Kronkorken. Oh, ich habe leider keine 120 Kronkorken. Oh, tut mir leid. Da kann ich echt nichts machen. Ich muss Geld reinbekommen, wissen Sie? Das ist schade. Dann müssen wir leider los. Nicht unterbuttern lassen. Nee, auf gar keinen Fall. Dann schauen wir uns trotzdem mal hier erst so ein bisschen um. Was? Noch nie zuvor einen Ghoul gesehen? So sind sie halt, die Menschen. Immer so verdammt freundlich. Ja, ist schon klar, ist schon klar. Wir schauen uns, wie gesagt, trotzdem mal ein bisschen um. Wupp, dann gehen wir mal lieber nicht hin. Denn vielleicht möchten die uns hier noch was sagen. Das Crater. Morgen, Schätzchen. Was darf's denn sein? Ich möchte etwas über Underworld wissen. Wenn ich ehrlich bin, Schatz, weiß ich nicht viel drüber. Ich weiß nur, dass es mal eine Art Ausstellung war. Irgendetwas über die Hölle und das Leben danach oder so. Tulip weiß über solche Dinge Bescheid. Nicht, als ob hier irgendwer jemals irgendwas in ihrem Laden einkauft. Was sagt die Speisekarte? Am besten isst man die Gerichte gleich, wenn sie noch lauwarm sind. Okay, wir schauen einfach mal, was Krita für uns im Angebot hat. So, Bier, Follow-ups, ja, fancy Let's Kuchen. Also hier können wir durchaus ein bisschen was einkaufen. Insofern es denn notwendig wird. Nuka-Cola zum Beispiel. Das ist schon mal gar nicht verkehrt, aber wir haben ohnehin nur. Können wir ihr denn auch die anderen Sachen verkaufen? Sonstiges, Action-App-Figur. Ich meine, wir haben zwar erstmal alles verkauft, soweit ich es in Erinnerung habe. Sagen wir es mal so. So, nichtsdestotrotz könnten wir es doch eigentlich mal versuchen, ihr was anderes anzudrehen. Ja gut, okay, das ist natürlich... Moment, das verlorene Paradies. Ist das nicht ein Buch? Moment, da müssen wir gleich mal nachschauen. Also doch nichts kaufen. Ich muss jetzt los. Was? Immer noch nicht satt? Nee. So. Gegenstände und dann das verlorene Paradies. Sprache um 2 erhöht. Warum haben wir das denn nicht... Leute, also das ist ein bisschen peinlich jetzt für mich in dem Moment. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich das nochmal genau nachgucken wollte. Es kann auch sein, dass ich es einfach nur übersehen habe. Was sonst noch irgendwas anderes? Na, ich glaube, das war's dann. Und ansonsten sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Also wir sind soweit eigentlich recht gut versorgt, würde ich sagen. So, was haben wir hier noch? Was gibt's? Solche wie dich gibt's hier unten nicht oft. Ja, das ist schön. Wir hören irgendwie immer das Gleiche, deswegen gehen wir direkt mal raus. Wo sind wir denn hier hingekommen? Und es ist an der Zeit zu reden. Wussten Sie, dass unter uns Leute weilen? Zack, wir machen mal kurz Radio aus. Nach unten besser geschmeckt. Oh, oh, hey, sieh da, ein Mensch mit Haaren. Hey, ob da wohl was zu machen ist? Über was? Meine Frisur? Genau, Mann. Das ist mein Metier. Ich schneide Haare. Ich weiß, wenn man sich hier umschaut, gibt's nicht viel zum Vorzeigen, stimmt's? Diese Leichen haben nun einen halben Kopf Haare, sodass ich nie die Chance habe, einen vollen Haarschopf zu frisieren. Kommen Sie schon, ist umsonst.
Ein Haarschnitt umsonst? Okay, ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Ziehst du da drüben dir gerade Chat rein? Nun, ja. Und? Was soll ich denn sonst tun, außer Hai zu werden? Glauben Sie, dass ich nüchtern sein muss, um Ghoulhaare zu schneiden? Die halbe Arbeit besteht darin, Haut abzurasieren. Denen ist es sowieso wurscht, wie sie aussehen. Sie halten mich nur bei Laune. Mhm, dann will er uns, die Haare frisieren. Wie kommt ein Ghoul dazu, Friseur zu werden? Ich bevorzuge Coiffeur, aber jedem das seine. Jeder hat eine Begabung. Ich lebte damals in Rivet City. Die Leute hatten genug Geld und ich verdiente gut. Aber als ich mich veränderte, kam keiner mehr. Und so bin ich hier gelandet. Natürlich macht ein Ghoul mit Friseurladen genauso wenig Sinn wie ein Fliegengitter in einem U-Boot. Naja, scheiß drauf. Dann habe ich einfach mit Jet angefangen. Ist wenigstens ein guter Zeitvertreib, wissen Sie? Mhm. Alles klar. Wie wär's mit dem Haarschnitt? Alles klar. Alles klar. Ein voller Haarschopf, ganz für mich. Das heißt, allein. Wir könnten hier was tatsächlich. Was darf's denn sein? Wir könnten hier tatsächlich die Haare schneiden, aber Leute, wisst ihr was? Gefällt Ihnen Ihre Frisur? Ja. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Ja, im Moment nicht, Kumpel. Ich muss los. Und immer dran denken, alles umsonst. Ja, klar. Dankeschön, Dankeschön. Und danke, dass du meinen Kopf, meine Haut da dran gelassen hast an meinem Kopf. Ja, interessant. Ne? Wir können also quasi umsonst uns hier die Haare schneiden lassen, aber ganz ehrlich, Leute, ich bin zufrieden mit der Frisur, die ich habe. Was haben wir denn hier? The Circle, the ninth Circle, der neunte Zirkel. Wir gehen mal rein. Schau mal, was uns hier erwartet. Was glotzen Sie denn so? Man möchte meinen, Sie hätten noch nie einen Ghoul aus der Nähe gesehen. Ja, habe ich zwar schon, aber egal. Ganz langsam, ich habe nichts gegen Ghoule. Ach, wirklich? Und was, wenn ich Sie einen milchsaugenden, mutanten, poppenden, wasserstehlenden Hurensohn nennen würde? Wisst ihr was? Wir tun einfach mal hier drauf antworten mit alles wahr. Außer der Teil über die Mutanten, das Wasser und die Hure. Mir gefallen die Menschen, die wissen, wo sie hingehören. Zu viele von euch glauben, wir sind nichts weiter als Zombies. Die wissen nicht oder kümmern sich nicht darum, dass wir im Inneren genauso menschlich sind wie sie. Wir haben Gefühle, wir leiden, wir bedauern. Und wissen Sie, was mir am meisten auf den Zeiger geht? Sie glauben, der einzige Weg, uns zu töten, sei eine Kugel in den Kopf. Wie in den alten Zombie-Geschichten. Und dass uns das von unseren Leiden erlöst. Hey, vielleicht können Sie mir helfen, eine Rechnung zu begleichen. Eine Rechnung? Vielleicht. Ich weiß aber nicht, ob ich dir trauen kann. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Glatthaut. Aber das hat ja mit dem Geschäft nichts zu tun. Viele von euch Menschen hassen Ghoule. Ihr behandelt uns wie Zombies und gebt uns Namen wie Hirnfresser und Schlurfer. Und dafür werden diese Leute bezahlen. Aber bevor wir ins Detail gehen, Sie haben doch nichts dagegen, Leute zu töten, oder? Eigentlich kommt das jetzt drauf an, Leute, ne? Also, ich töte nicht unbedingt jeden. Nicht für die gute Sache. Oder für gutes Geld, Ich habe diese Liste mit Personen. Ghoul-Hasser. Echter Abschaum. Ich habe nur noch 4 Kerle auf meiner Liste. Von den 11, die es mal waren. Die Typen hassen uns Ghoul und behandeln uns, als wären wir Zombies. Sie alle haben den Tod verdient. Aber nur durch eine Kugel im Kopf. Wie in den alten Geschichten, in denen man die Zombies nur so umbringen konnte. Ich gebe ihnen 100 Kronkorken für jeden einzelnen. Wenn sie aber nicht selbst umbringen, kriegen sie nur 25. Okay. Okay, klar. Sorry, Leute, irgendwas war da jetzt gerade. Mein Programm hat kurz rumgesponnen. Da sind wir wieder. Also meine Antwort, klar. Solche Leute haben es nicht verdient zu leben. Wisst ihr was, warum denn nicht? Ausgezeichnet. Nehmen Sie dieses Heckenschützengewehr. Sie werden es brauchen. Sehr schön. Hier eine Liste mit den letzten Aufenthaltsorten der Kerle. Wenn Tenpenny stirbt, wird sich das herumsprechen. Aber für die anderen brauche ich Beweise. Ich will als Beweis von jedem etwas Persönliches. Zum Beispiel einen Schlüssel, einen Ring oder etwas Ähnliches.
Was hast du eigentlich gegen diese Typen? Sie hassen Ghule. Ich will, dass sie alle sterben. Ist das nicht etwa genug? Was kannst du mir über Antewold erzählen? Dies ist ein Ort für Ghule. Hier sind wir gewöhnliche Leute, keine Monster. Es gibt zu viele Orte, an denen ein Ghul nicht fair behandelt wird. Okay, alles klar. Zeit, dass ich gehe. Bis später. Ja, bis später. Leute, normalerweise bringe ich hier nicht so gerne einfach mal so irgendwelche Menschen um, nur weil sie irgendjemanden hassen. Aber wir müssen uns ein wenig anpassen. Das ist mal klar. Und vor allen Dingen, je nachdem, was das für Typen sind oder Menschen sind, werden wir wahrscheinlich auch sowieso die Leute umbringen. Ja, also wenn es notwendig wird, wenn die uns eh angreifen, dann kann es natürlich passieren, dass wir die sowieso umlegen. Ne? Also, wie gesagt. So sind sie halt, die Menschen. Immer so verdammt freundlich. Na klar, so. Nicht vergessen, wir sind im Ninth Circle. Hallo, wie läuft's denn so? Aus welchem mir unerklärlichen Grund sollten wir uns etwas zu sagen haben? Einfach so? Hallo. So, Moment, hier ist das Radio, das mache ich erstmal aus. Ey, Finger weg! Wenn ich es aushaben wollte, würde ich es ausschalten. Oha. Das reimt sich ja auf Fichten. Na, sieh mal einer an. Eine Glatthaut, die mir noch nie über den Weg gelaufen ist. Ich bin Azrukal. Und das ist der Ninth Circle. Die Leute haben Probleme und ich hab Schnaps. Nun, Schnaps und ein paar andere Stärkungsmittel. Falls sie was brauchen, einfach Bescheid sagen. Ja klar, wer ist der Typ in der Ecke? Das ist Charon. Sag mir mal, er ist ein loyaler Angestellter. Machen Sie mir keinen Ärger, dann macht er Ihnen keinen Ärger. Er ist ein ergebener Mitarbeiter, was glaubst du? Ich habe seinen Vertrag, also bin ich sein Arbeitgeber. Er macht genau das, was ich sage, ohne jegliche Widerrede. Wissen Sie, Charon ist in einer sehr interessanten Gruppe aufgewachsen, Sie. Nun, man könnte wohl sagen, Sie haben ihm eine Gehirnwäsche verpasst. Er ist dem Inhaber seines Vertrags gegenüber absolut loyal. Ohne Fehl und Tadel und unerschrocken bis zum Tag des Vertragsendes. Mhm. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiß, dass er mich nicht wirklich mag. Aber als mein Angestellter ist er so nett wie ein Teddybär. Okay, ich möchte Charons Vertrag besprechen. Sie wollen über den Vertrag sprechen? Er ist für mich und den Nine Circle von sehr großem Wert. Um was genau geht's denn? Könnten wir uns nicht auf ein kleines Geschäft einigen? Wir könnten eine Abmachung treffen. Aber Sie würden das Geschäft nicht mögen, das ich Ihnen anbiete. Ich mag eben keine Konkurrenz. Überhaupt nicht. Das geht gegen meine Prinzipien als Geschäftsmann. Es besorgt mich, dass es eine andere Schnapsquelle in der Stadt gibt. Greta, die Kellnerin drüben im Carrots. Bringen Sie sie um. Mir egal wie, aber machen Sie es leise. Wenn sie es tun, bekommen sie Charons Vertrag. Warum soll es Charon nicht einfach tun? Als loyaler Angestellter würde Charon das ohne Frage erledigen, wenn ich ihn darum bitten würde. Allerdings wäre dann die ganze Stadt gegen mich. Mhm. Greta ist hier ziemlich beliebt. Wenn Charon sie tötet, würde jeder wissen, dass ich Gretas Tod in Auftrag gegeben habe. Charon muss an einem öffentlichen Ort gesehen werden, wenn Greta stirbt. So dass ich so tun kann, als ginge mich das alles nichts an. Leute, das ist jetzt natürlich so ein bisschen so ein kleiner Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite weiß ich nicht, ob wir dann Charon irgendwie gebrauchen könnten. Aber auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Bammel, dass wir uns dann die ganzen Kohle quasi zum Feind machen. Das möchte ich nämlich auch wieder nicht. Also, ne, ich will damit nichts zu tun haben. Keine Lust auf harte Arbeit, was? Macht nichts. Wenn Sie den Job nicht wollen, rücken Sie die Kohle raus. Andernfalls bestehe ich auf den Vertrag. Okay, ist das linke Memorial hier irgendwo? Ja, östlich von hier. Da hat sich eine Bande mit Knarren verkrochen. Wupp. Einen Trink brauchen wir jetzt eigentlich nicht. So, ich möchte die echten Waren sehen. Wie? Was in aller Welt meinen Sie? Ich bin ein einfacher Barkeeper. Mehr nicht.
Alles klar, ist schon klar. Diese Leute sind auf Chat, vertrau mir, ich weiß, wovon ich rede. Ah, ein gebildeter Konsument. Die habe ich am liebsten, ja. Ja, ich denke, ich kann helfen. Kommen Sie mal hier rüber, damit ich Ihnen meinen Vorrat an etwas stärkeren Produkten zeigen kann. Warum versteckst du die Sachen, die du verkaufst? Während in Underworld keine Gesetze walten, will ich lieber nicht Opfer einer wutentbrannten Meute werden. Mhm. Es gibt genügend Weltverbesserer hier, denen es ähnlich sehen würde, sich in einen fairen Geschäftsabschluss einzumischen. Also wirklich, ich habe etwas zu verkaufen, das sie kaufen wollen. Wieso sollte das außer uns irgendwen sonst angehen? Ja, und sag mir einfach die Ware. Na gut. So, und tatsächlich, er hat Chat, Psycho und die ganzen Dinge. So, Stimpaks hat er auch, das ist auch nicht verkehrt. Gucken wir mal, Hill, ja, natürlich, hier kriegen wir nur das Zeug. Hätten wir jetzt natürlich ein bisschen mehr an Kronkorken, dann könnten wir auch in der Theorie zumindest mal... Ja, die Stimpaks kaufen, aber wir wissen ja, wo jetzt, wo es die gibt. Deswegen mal weiter im Text. Ist Crowley oft hier? Wie ist das so drauf? Wenn ich anfange, über einen Kunden zu reden, verliere ich sie alle. Leute, wir versuchen es mal mit der Sprache. Niemand wird es hier erfahren. Komm schon. Ach, was soll's. Vor einem Jahr tauchte Crowley hier auf. Ein normaler Ghoul, wie wir anderen auch. Jetzt plötzlich schreit er nach Rache an allen Ghoul-Hassern. Aber ich kenne Dukov. Der hat sein ganzes Leben noch keinen Ghoul beleidigt. Dukov hat das dreckigste Maul im ganzen Ödland. Er ist ein Säufer und ein Frauenheld. Aber kein Ghoul-Hasser. Frag ihn doch selbst. Okay, alles klar. Ja, was kannst du mir sonst noch über Underworld erzählen? Es ist der einzige Ort im Ödland der Hauptstadt, wo meine Leute dem Elend der Welt da oben entgehen können. Und dieses Elend nun, es macht einen Mann wie mich sehr glücklich und sehr, sehr reich. Ja, alles klar. Okay, ich muss da mal los, Kumpel. Man muss sich die Leute schön saufen. Tut mir leid, war ein Ghoulwitz. Ist wahrscheinlich nicht angekommen. Ja, nicht so richtig. Nicht so richtig, auch wenn wir alle wissen, was du meinst. Ja, dann schauen wir doch einfach mal. Das hier ist offenbar Sharon. Wir sprechen einfach mal mit ihm. Sprechen Sie mit Azrukal. Ja, okay. Alles klar. Ich wollte nur... Reden Sie mit Azrukal. Sprechen Sie mit Azrukal. Okay, der ist aber... Wir versuchen mal die zweite Option. Ja, aber... Reden Sie mit Azrukal. Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich glaube, der ist ja nicht wirklich glücklich, dass er den Vertrag hier hat. Und vor allem, wenn er so eine Gehirnwäsche hinter sich hat, dann wird er sowieso nicht wirklich glücklich sein. Darüber, dass es... Was läuft denn so? Ja, nicht viel. Also, zack, wir gehen mal wieder hier raus. Schick. So, okay. So, wir sind da vorne rein, da entlang. Das heißt, im Endeffekt, hier gibt es glaube ich auch nicht mehr. Da waren wir ja, das Bild hier können wir uns nochmal anschauen. Sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Also eine Ausstellung, eine ehemalige Ausstellung, bevor der Krieg ausgebrochen ist und die Ghule sich hierher verkrochen haben. Ja, verkriechen ist jetzt auch das falsche Wort eigentlich. Aber sie haben sich halt hierher zurückgezogen, um in Frieden zu leben, ihren eigenen Geschäften nachzugehen und halt auch am Leben zu bleiben. Was an und für sich eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist. So, Underworld Outfitters. Das ist der Laden, da waren wir schon einkaufen. Ja, hier sind die Toiletten. Wer bist du? Winthrop, mit dem haben wir schon mal gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal tun. Ja, hallo. So, was haben wir hier? The Chop Shop. Hier könnten wir eigentlich auch nochmal reingehen. Halt. Willkommen beim Ausschlachter. Ich bin Krankenschwester Graves, Dr. Barrows Assistentin. Lassen Sie sich von dem Namen hier nicht täuschen. Der Doktor ist sehr gut, was Verletzungen, Verstümmelungen und Traumata angeht. Mhm. Falls Sie Stimpaks oder Blutpakete brauchen, sagen Sie Bescheid. Alles klar. Hast du viel mit Crowley zu tun? Kannst du mir was von ihm erzählen? Mein Typ ist er nicht. Aber Dr. Barrows versteht sich recht gut mit ihm. Warum fragen Sie nicht ihn?
Okay, ja, ich bin verletzt. Ich brauche medizinische Hilfe. Kein Problem. Sprechen Sie mit Dr. Barrows. Ach ja, wir akzeptieren nur Kronkorken. Also keine Tauschgeschäfte. Schade. So, das hier ist... Wer bist du? Du bist Hallo. Dr. Barrows? Dr. Barrows, zu Ihren Diensten. Was bringt Sie zum Ausschlachter? Hoffe, Sie sind gekommen, um mir zu helfen. Frische menschliche Proben kann ich immer gebrauchen. Menschliche Proben? Was heißt hier frische menschliche Probe? Sie kennen mich nicht. Ich bin die führende Kapazität im Bereich der Ghoul-Evolution. Ich möchte wissen, was in uns vorgeht. Irgendetwas hat uns zu dieser verwesenden Gestalt verdammt. Und ich habe vor, herauszufinden, was es ist. Ich brauche also menschliche Hautproben, Organe und andere Bestandteile, um stichhaltige Experimente durchzuführen. Das klingt gar nicht mal so verkehrt, denn ganz ehrlich, während hier ja nicht wirklich irgendwie klar ist, warum die Ghule eigentlich jetzt Ghule geworden sind. Ne? Man weiß nur, ja, Strahlung ist klar, ne? Aber was genau passiert da, das weiß keiner. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass der Doktor das ganz gut macht. Also wie er es letzten Endes anstellt, keine Ahnung, das weiß ich natürlich nicht. Um Himmels Willen, ich will es auch nicht sagen, die Methoden, die er verwendet, die kenne ich nicht, dass diese dann verkehrt wären. Ja, keine Ahnung, aber jetzt letzten Endes meinen eigenen Körper dafür noch einzusetzen, das möchte ich dann auch wieder nicht. Also, tut mir leid, ich möchte alle meine Proben für mich behalten. Schade. Na gut, was kann ich für Sie tun? Ja, okay, ne, Sprache 40%, das ist nicht allzu viel. Ich bin verletzt, ich glaube... Wir fragen ihn am besten erstmal über Mr. Crowley, bevor wir jetzt die anderen Dinge angehen. Was wissen Sie über Mr. Crowley? Ich weiß nichts über ihn. Warum? Was haben Sie gehört? Sie haben doch was gehört, oder? Ja, natürlich weiß ich es schon. Hab mich nur gefragt, ob Sie es schon gehört haben. Verdammt und nochmal verdammt. Er scheint wohl jemanden gefunden zu haben, der diese Menschen umbringen wird. Jemand hat die ganzen Lügen geglaubt, die er verbreitet hat. Ich hoffe nur, dass derjenige mit den armen Kerlen redet, bevor er sie platt macht. Okay, Leute, wir erinnern uns. Crowley hat uns ja gebeten, ein paar Leute umzubringen. Ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dürfte das ja dieser Typ gewesen sein. Okay, dann können wir jetzt die anderen Dinge angehen. Wir versuchen es einfach auch hiermit. Wo könnte ich einen Lipoplastikator oder Mikrodermaltransplantator auftreiben? Es tut mir leid. Manche Dinge sollte man nur seinen besten Freunden mitteilen. Okay, alles klar. Schade. Ich glaube... Moment. Genau. Können Sie mich von der Verstrahlung befreien? Na klar doch. Schnell und einfach. Und billig. Nur 100 Kronkorken. Oh je, yeah, liebe Leute. Ich habe keine 100. Dann kann ich nichts machen. Tut mir leid. Oh Mann. Okay, und was ist mit medizinischem Material? Da kann ich Ihnen sicher helfen. Ja, wäre nett. Was hast du denn für mich? So, Stimpak, Redaway, Redex. Alles klar, das hat er jedenfalls da. Und wir haben nichts Großartiges zu verkaufen, was jetzt ordentlich Wert hätte, ne? Klar, das hier, aber das möchte ich ehrlicherweise nicht verkaufen. Das Wasser, das saubere. Ne, dann, ja, dann halt Pech gehabt in diesem Moment. Dann müssen wir halt noch ein bisschen mit der Verstrahlung rumrennen. So, ich muss jetzt los. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Klingt ja richtig so begeistert. So, zack. Hat ja keiner gesehen, ne? Ich habe auch nichts geklaut. Nein, nein. So, da dürfen wir nicht rein. Deswegen gehen wir da auch nicht rein. Was haben wir hier? Das wird man klauen. Deswegen klauen wir es halt nicht. Was ist mit ihm hier? Rayleigh reagiert auf keine Signale. Wahrscheinlich befindet sie sich in einem Koma. Oha. Ja. So, das dürfen wir auch alles nicht... Tut mir leid, aber sie wird eine Weile weg sein. Ihr geht es nämlich gar nicht gut. Aber keine Sorge. Ich bin mir sicher, dass der Rest von Rileys Rangers bald hier auftauchen und ihr Heim in Besitz nehmen wird. Rileys Rangers? Ach, sie sind wohl neu hier. Ja. Die Rangers sind ein Söldnertrupp, der in den Ruinen von DC stationiert ist. Ich gehe davon aus, dass Riley ihre Anführerin ist. Von ihrer Rüstung waren nur noch Fetzen übrig. Sie war in ziemlich schlimmer Verfassung, als man sie vor den Toren von Underworld fand. Ich würde diese Frau wirklich gerne sprechen. Bitte wecken Sie sie auf. Also gut, ich werde mein Bestes tun.
Ich hoffe nur, dass Ihr Körper stark genug ist, der Belastung standzuhalten. Menschen sind sehr anfällig. Ja, das stimmt wohl leider, ne? Menschen sind tatsächlich krankheitsanfällig und ja. Aber mal gucken, was dabei jetzt rauskommt. Ja, machen wir die Spritze fertig, Doc. Und dann sehen wir ja, ob es geklappt hat. Tatsächlich. Riley. Hey. Was? Wo bin ich? Was ist passiert? Wie lange war ich bewusstlos? Zum Glück nicht für lange Zeit. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was passiert ist. Halt! Ach, verdammt! Meine Leute! Mein Team! Was ist mit ihnen passiert? Ganz ruhig, sie sind schwer verletzt. Sagen Sie mir doch erstmal, wer Sie sind. Tut mir leid. Mein Name ist Riley. Ja, Riley. Wie in Rileys Rangers. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Achso, das sind die Optionen, die wir zusätzlich haben jetzt, ne? Ja, ich habe von Ihnen gehört, Sie verfügen über jede Menge Feuerkraft. Sie sind ganz schön pfiffig. Wir haben in der Tat jede Menge Waffen. Und trotzdem ist es uns nicht gelungen, ernsten Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Ich hatte nicht erwartet, da lebend rauszukommen. Wie war das mit der benötigten Hilfe? Erzählen Sie mir die ganze Geschichte. Wir kartografierten gerade die Gegend um den Vernon Square in den Innenstadtruinen, als uns ein Überfallkommando von Supermutanten auflauerte. Ist gewöhnlich kein Problem, aber diese Gruppe war größer. Wir haben uns bis ins Krankenhaus Our Lady of Hope gekämpft, um dort Schutz zu suchen. Lassen Sie mich raten. Darin sind noch mehr Supermutanten? Richtig. Und es wurden immer mehr. Wir haben uns bis zum Dach hochgekämpft und uns dann einen Weg zum benachbarten Statesman Hotel gesucht. Die Supermutanten schienen von irgendwas angetrieben. Es war, als folgten sie einer Blutfährte. Sie blieben uns dicht auf den Fersen. Nachdem wir im Hotel drinnen waren, war der einzige Weg nach oben. Schlechte Wahl, schätze ich mal. Es war eine sehr schlechte Entscheidung, aber uns blieb leider keine andere Wahl. Unterwegs verloren wir Theo, einen unserer Jungs. Leider mussten wir seinen Munitionskoffer auf unserer Flucht vor den Supermutanten zurücklassen. Und so landeten wir mit fast leeren Waffen auf dem Dach des Statesman Hotel. Das letzte Gefecht? Wir wollten kein letztes Gefecht. Wir sind aufs Dach, weil wir dachten, dass die Bruderschaft unser Signal von dort aus besser empfangen würde. Das Problem war, es kam keine Hilfe. Auf dem Vernon Square wimmelt es dermaßen von Supermutanten, dass sie vielleicht nicht durchgekommen sind. Dann sind Sie also immer noch da oben? Wieso sind Sie denn hier? Das war leider meine Idee. Ich hatte einen Stealth Boy, mit dem ich unbemerkt das Dach verlassen konnte. Ich wollte Hilfe holen gehen. Ich war schon fast auf der Straße, als mich ein Supermutant erwischte und mir fast den Arm abriss. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich in einen Abflusskanal gefallen bin. Ein ziemlich schlechter Rettungsversuch, was? Ja, Sie lagen im Koma. Die Rangers sind sicher schon tot. Nee, Moment, das machen wir irgendwie anders. Ich muss ja jetzt noch nicht die Wahrheit knallhart auf den Tisch packen, zumindest wenn es nicht notwendig ist. Was haben Sie noch gleich von mir gewollt? Bringen Sie die Rangers nach Hause. Bitte. Mehr will ich nicht. Wie Sie das anstellen, ist mir egal. Na gut, ich mach's. Jetzt bin ich aber wirklich erleichtert. Ich war mir nicht sicher, was Sie sagen würden. Ich bitte Sie nur darum, sich zu beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Sie da oben noch überleben können. Außerdem sollten Sie versuchen, Theos Leiche zu finden. Das war einer meiner Männer, der den Großteil unseres Munitionsvorrats bei sich trug. Hier. Ich gebe den Munitionskistencode und einige Anweisungen in Ihren Pip-Boy ein. Sehr schön. Munitionskistencode und Rileys Ranger-Standort. Kartenmarkierung hinzugefügt und die Aufgabe Rileys Ranger hinzugefügt. Das ist natürlich dann was wir auch mal angehen können. Ja. Haben Sie eine Idee, wie ich dorthin kommen könnte? Nicht weit von hier haben wir unser Hauptquartier. Wenn Sie es bis dahin schaffen, bekommen Sie dort alles, was Sie brauchen. Geben Sie am Tor einfach Riley 0247 ein. Wir haben Munition, Vorräte, alles, was Sie wollen. Alles klar, Kennwort für Ranger-Gelände. Das ist auch schon mal gar nicht so verkehrt. Was können Sie mir über Vernon Square sagen? Wenn ich Sie nicht um Hilfe bitten würde, würde ich Ihnen raten, wegzubleiben. Es wimmelt dort von Supermutanten. Keine Ahnung, warum. Butcher, unser Teamsanitäter, ist der Meinung, dass es in dem Gebiet irgendwas gibt, was Sie anzieht oder wonach Sie suchen. Schlimmer ist es wohl nur im Einkaufszentrum. Das hört sich tatsächlich interessant an, Leute. Vor allem ist meine Neugier damit auch schon ein bisschen geweckt, aber ich bin noch nicht sicher, ob wir das jetzt so früh angehen sollten oder ob wir nicht uns erstmal anderen Aufgaben widmen sollten.
vielleicht doch lieber erstmal anderen Aufgaben, aber erstmal weiter hier im Text. Wo komme ich von hier nach Underworld? Der beste Weg führt über die Metro-Tunnels. Gehen Sie hierfür nach Norden zur Metro Central und suchen Sie dort die Tunnels zur Dupont Circle Station. Von der Dupont Circle Station aus folgen Sie dann den sogenannten trockenen Abwasserkanälen bis zum Krankenhaus Our Lady of Hope. Interessant. Rileys Wegbeschreibung zum Statesman Hotel, denn eigentlich würde wahrscheinlich hier oben das Statesman Hotel stehen und nicht Underworld, aber okay. Wir wissen zumindest mal jetzt, was gemeint ist. Gute Neuigkeiten über die Gegend? Es gibt nicht wirklich gute Neuigkeiten. Moment. Das Krankenhaus hat vielleicht ein paar Vorräte, die Ihnen nützlich sein könnten. Wir haben auf unserem Weg zum Dach ein paar Lagerräume gesehen, hatten aber keine Zeit, sie zu plündern. Interessant. Ich hätte noch ein paar andere Fragen. Okay, schießen Sie los. Wie ist das alles passiert, Riley? Wir kartografierten gerade die Gegend um den Vernon Square in den Innenstadtruinen, als uns ein Überfallkommando von Supermutanten auflauerte. Ist gewöhnlich kein Problem, aber diese Gruppe war größer. Wir haben uns bis ins Krankenhaus Our Lady of Hope gekämpft, um dort Schutz zu suchen. Schließlich verlagerte sich der Kampf ins Statesman Hotel und wir rannten hoch bis aufs Dach. Ich habe meine Jungs da oben zurückgelassen und wollte mich rausschleichen, wurde aber von einer Mutie-Patrouille erwischt. Mehr weiß ich nicht. Okay. Erzählen Sie mir mehr von Rayleigh's Rangers. Wir sind zu fünft. Nein, Moment. Nur noch zu viert. Fast hätte ich Theo vergessen, der arme Bastard. Außer mir gibt es da noch Brick, unseren Spezialist für schwere Waffen, Butcher, unseren Sanitäter und Donovan, unseren Techniker. Alle sind schon seit Jahren bei mir im Team. Ich würde für jeden von ihnen meine Hand ins Feuer legen. Wie kann ich wissen, ob sie noch am Leben sind? Bevor ich ging, gab ich ihnen den Befehl, per Funk weiter Hilfe anzufordern. Hoffentlich fangen sie ihre Hilferufe auf, wenn sie sich ihrer Position nähern. Und wo ist Seals Leiche? Wir haben ihn in einem der Treppenhäuser im zweiten Stock des Statesman Hotels verloren. Er hätte es fast geschafft. Doch dann griff uns einer der Muties mit einer Splittergranate an und riss ihn in Stücke. Falls Sie seinen Munitionskasten finden, bringen Sie den Rangers so viel Munition, wie sie tragen können. Interessant. Notiz hinzugefügt. Lagerort von Theos Leiche. Das ist natürlich hilfreich. Ja, mal schauen. Vielleicht haben wir doch noch ein paar andere Fragen. Okay, schießen Sie los. Nee, ich glaube, das war's dann tatsächlich jetzt. Ich muss los, Riley. Vorsicht da draußen. Danke. Ich gebe mein Bestes, um dir zu helfen in dem Moment. Ja. So viel wahrscheinlich erstmal dazu. Ich weiß gar nicht. Hier gibt's nichts weiter zu sehen. Wir gehen mal hier raus. Was haben wir hier noch? Die Chop Chop, da waren wir drinnen. Ne, das ist jetzt, ja, der Ausschlachter, ja. Übrigens ein sehr, sehr schöner Name für eine Krankenstation oder wie man das bezeichnen darf. Hier dürfen wir wahrscheinlich nirgends dran. Ist auch sehr, sehr schade. Aber gut, Leute, das soll es für diesen Bart gewesen sein. Verzeiht den kleinen, die kleine Unterbrechung quasi mittendrin. Ja, wie gesagt, das war nicht mit Absicht. Im Gegenteil, das war mal wieder irgendwo ein Fehler. Hallo, wie läuft's denn so? Fallout 3, Fenster hat sich verkleinert, dementsprechend hat sich meine Aufnahme gestoppt. Ja, ist schade drum, aber es ist nun mal leider Gottes manchmal so. Gut, Leute, na, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Underworld ist erkundet, wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part, wenn es weitergeht mit Let's Play Fallout 3. Bis dann, Leute. Ciao.